hallo, willkommen zum neuen Fahrvlog. Und zwar habe ich vorhin gesehen, dass der Hermann und der Noah gestern Abend die Rindler oder die Kalbler aus dem Stall rauszuholen, in den neuen Stall. Und jetzt mischen wir den heute und parallel dazu dämmen wir Mischen aus für mit Mischstreuer. Und wir haben das super System. Und zwar lädt der Hermann und solange der lädt, du ihn mischst und ich führe ihn aus. Und solange ich ihn ausführe, du der Hermann mischst. Jetzt hat der dumme Säckel, der blöde, der mir so einen Wagen dann hergestellt. Jetzt auf ich den Mischstreuer, ich hoffe, den Mischwagen, ich hoffe, man sieht es wenigstens ein bisschen. Jetzt auf ich den Mischwagen ausführen. Und da freue ich mich riesig drauf, weil der ist richtig schön voll. Aber ich sage euch, das kriegt ihr nicht zurück. Also, wie wir sehen, bin ich ja doch wieder bei mir gebaut. Wir haben unseren Streit oder unsere Ungereimtheit zum Glück wieder in den Griff gekriegt. Also wir haben uns wieder vertragen, alles wie beim Alter. Was auch im letzten Vlog auf der Baustelle ein bisschen missverständlich rübergekommen ist, dass ich gesagt habe, bisher war es so, dass ich beim Fischer gefahren bin und beim Hergebauer ins Geschäft gegangen bin. Jetzt, wo ich wieder beim Hergebauer bin, ist das Einzige, was sich geändert hat, mein Hauptberuf. Also, dass ich jetzt anstatt als Zimmermann Vollzeit beim Spät schaffe, ist eigentlich der einzige Unterschied. Ja, also das mit dem Fischer, das ist halt auch leicht missverständlich gewesen. Ich gucke aber trotzdem, dass ich da weiterhin fahre. Ich habe da meine Kunden und die, wo ich immer eingeführt habe und wo ich bisher gemacht habe und wo ich auch weiterhin einfahren will und halte. Bloß wenn ich halt Vollzeit jetzt beim Spät fahre, ist klar, dass ich dann nicht mehr so viel beim Fischer fahren kann, aber ganz aufhören, weil damit er die fahre seit 4 Jahren, 4 Saisons ausgefahren und bin immer gut ausgekommen mit dem Klaus selber und mit den Kunden und ich sehe da keinen Grund zum Gang. Also ich werde das so gut wie es bloß geht weiter behalten und da so wenig wie möglich rein. Klappt's, oder? Ach, da ist er ja. Alter, warum fährst du noch so aggressiv an? Warum? Wann? Also, da bist du aggressiv angefangen, weil du spät wärst. Der hat irgendwie richtig gezogen, weil der Wagen da hinten drin gehängt ist. Also, du hast vierer Stoff gehängt, oder? Nein, ich war nie dritte, vier, ich habe dritte gehängt. Schon beim Spät, oder? Ja, ich weiß. Deswegen bin ich aber nur mit 30 und nicht mit 50 durch den Flagger gefahren. Das will ich sehen, vielleicht euren Acker, der Kleine da nach der Brücke rechts, der vielleicht. Wenn es ganz gut läuft. Ja, brauche ich, oder? Guck dir einen da dagegen, dann kriegst du recht davon. Gar nicht oder bloß ein bisschen? Heilig, das Ding. Gott, hallo. Also heute waren wir mit unserer Spalte weiter. Und zwar ist das ja der alte Stall und es war früher war auf der Seite Kuhseite, da drinnen war der Melkstand. Und auf der Seite war Aufzucht. Jetzt haben wir den neuen Stall. Jetzt ist die komplette Aufzucht da drin. Also das sind die Rinder, die schon tragen. Und wenn die dann kalfeln, kommen wir auch in den großen Stall. Und da sind jetzt aber momentan nur alte Spalte drin. Wie man da hinten sieht. Darüber, da sind nur die alte Spalte drin. Die kommen jetzt aber weg. Zum einen sind die alt und waren langsam porös und hängen ein bisschen durch und wir haben Angst, dass sie irgendwann brechen und das werden wir auf jeden Fall vermeiden. Zum anderen ist der Abstand von denen ein bisschen groß fürs Jungvieh und das sind durchgehende Spalte in eurem Reuer und da rutschen die auch gerne mal weg. Und deswegen machen wir da jetzt neue Spalten rein und die sieht man da hinten.
Schon. Haben wir letzten Samstag angefangen. Heute machen wir weiter. Die neue Spalte hat erstmal einen kleineren Abstand. Und die laufen in kurze Spalte quer rum, anstatt eure lange Spalte entlang. Und dadurch haben die Kühe mehr Grip und standet besser und ist auch besser für den ihre Klaue. Das heißt, die Liste, der Vorteil ist endlos lang. Und deswegen ja, machen wir auf jeden Fall die neue Spalte jetzt rein. Als allererstes müssen wir mal der Hand ein bisschen Blatt schaffen, weil da fahren wir jetzt gleich mit dem alten Bagger rein. Der hat hinten so einen geschickten Arm, mit dem drücken wir die alte Spalte raus und die neue Spalte rein. Und dann werden wir die Kühe der Hand jetzt alle zurücktreiben und in den hinteren Bereich umsparen, damit wir vorne in Ruhe schaffen können. Und das sind jetzt noch alles vorbereitet, die Gatter noch machen und dann kommt um 2 der Noah und dann fangen wir an und startet voll durch und machen die neue Spalte rein und das seht ihr jetzt. Jetzt ist so arg Flora. Also, der Professionalität war heute mal wieder keine Grenze gesetzt. Der Noah erklärt uns jetzt, was wir heute alles geschafft haben. Also, heute haben wir die alte Spalte nach Hanna rausgesetzt mit dem Bagger. Dann haben wir unten so Gummi rein gemacht. Dann haben wir die mit dem Bagger die neue Spalte reingesetzt, genau, in die Fortsetzung vorgestellt. Und da Hanna haben wir. Wie man sieht, sieht es ein bisschen Chaos aus, aber das, die neuen Matten sind schon da für das für die ganze Liga-Box. Und die machen wir jetzt noch bald neu, oder wie ist das? Ja, genau, die machen wir dann. Das ist also praktisch das nächste Projekt. Genau, das nächste Projekt, wenn wir da Hanna und da hinten den Spalteboden neu gemacht haben und da Hanna kommen dann danach die neue Matte rein. Und dann wird die Bügel da Hanna, die alte neu ersetzt. Okay, das hört sich ja super an. Dann haben wir ja noch was vor uns, ja, oder? Genau. Herr Stark, ja? Ja. Okay, alles klar. Machen wir jetzt Feierabend für heute? Ja, oder? Heute machen wir Feierabend. Genau. Okay. Weil heute ist aber spät. Ist jetzt spät? Ja. Wie spät ist es denn? Da ist gerade wieder. Ah, ich weiß. Machen wir Feierabend, ja? Ja, wir machen Feierabend. Also gut, passt. Alles klar. Gut, Adi.